Hi Leute, der Kanal ist in den letzten Jahren ja relativ gut gewachsen, also freue mich über jeden, der hier regelmäßig reinschaut. Ich freue mich auch über die Kommentare, die ihr schreibt. Es wiederholen sich nur so einige Fragen immer wieder und nachdem ich es irgendwann leid werde oder müde werde, die gleichen Fragen immer wieder zu beantworten, dachte ich mir, ich kann ja einfach mal so ein FAQ-Video machen. Es gibt Fragen, die sich ja häufig wiederholen. Es gibt andere Fragen, die ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben. Es gibt Fragen, die kamen vielleicht bis jetzt noch gar nicht so direkt, aber könnten vielleicht auch irgendwann mal kommen. Deswegen, ich habe 11 Fragen, dachte ich mir, das sind so regelmäßige Sachen, die einfach mal irgendwie beantwortet gehören, ja. Wo es halt cool ist, wenn ich ein Video habe, wo ich dann einfach sagen kann, die Frage habe ich schon mal behandelt, bitte. Legen wir los. Frage Nummer 1. Bist du auch auf Instagram oder Facebook oder ähnlichem? Also, ich bin auf YouTube, ja. Und die Videos zu erstellen und hochladen und ja, Kommentare beantworten, alles Mögliche, was dazugehört. Das frisst schon eine ganze Menge Zeit. Und ich meine, ich habe ja noch eine Arbeit nebenher und ich habe auch noch andere Hobbys. Also nein, ich bin nicht auf Instagram, ich bin auch nicht auf Facebook. Ich habe Kumpels, die mir mal vor x Jahren gesagt haben, sei froh, dass du nicht da bist. Also da ging es um Facebook, weil es ist halt einfach, ja, es frisst Zeit. Ja, es ist schön, man kann da mehr zeigen, aber nein, ich habe es mir mal überlegt, aber eigentlich, ich möchte mir das nicht auch noch antun. Deswegen, ihr findet mich tatsächlich nur hier auf YouTube. Frage Nummer 2. Wo kommst du her? Oder auch so Fragen, was machst du beruflich? Also halt alles, was irgendwie so meine Person betrifft. Da gibt es tatsächlich ein Video dazu, verlinke ich in einer der beiden Ecken. Ich kann mir nie merken, in welcher Ecke das dann erscheint. Frage 3. Mit was für einer Kamera filmst du? Also im Normalfall so 90% meiner Videos filme ich mit der Kamera, die jetzt mich hier gerade wieder aufnimmt. Das ist die Canon EOS 80D. In ganz seltenen Fällen filme ich mal irgendwie ja, stationäre Sachen oder was ich aus der Hand halt mit dem Handy. Und dann, wo aber meistens die Frage tatsächlich dazu kommt, sind die Zugmitfahrten. Seien es jetzt Führerstandsmitfahrten oder auch wirklich sowas, was ich gerne mache, dass man irgendwo auf einem Wagen von einem Güterzug sitzt. Dafür habe ich die Action Cam. Es ist ein relativ altes Modell. Es ist die Drift Innovation Stealth 2. Die gibt es heute nicht mehr. Die wird seit einigen Jahren schon nicht mehr produziert. Der ganz große Vorteil, wenn man die auf einem Wagen hat, dann passt die ins erweiterte Lichtraumprofil. Also sie ist ein bisschen breiter als das, was zulässig wäre bei der Bahn, aber sie passt gut rein. Und das heißt, man hat auch eine gute Blickhöhe, von der man runterschaut. Man sitzt nicht zu hoch auf dem Wagen und filmt darunter. Das ist an der Kamera super. Und deswegen, also die Videoqualität, die sie macht, ist außerordentlich gut. Sie war damals relativ preiswert. Also absolut geniale Kamera. Das Einzige, was ihr fehlt, ist irgendwie ein Display, wo man quasi live gerade sieht, wie man aufnimmt. Bei mir ist es so, ich weiß, wie ich sie auf den Wagen stellen muss, dass ich ja, das gewünschte Ergebnis erreiche. Es gab mal eine App dafür fürs Handy, aber wie gesagt, die Betonung liegt auf gab, weil die Kamera ist relativ alt. Das heißt, auf modernen Geräten funktioniert die App nicht mehr, außerdem gibt sie es gar nicht mehr. Und in der App, da hätte man eine Live-Ansicht dann gehabt dafür. Der Wunsch bei mir ist trotzdem mal noch irgendwie nach einer GoPro mit auswechselbarem Akku, dass ich vielleicht einen Tauschakku auf irgendwelche längeren Fahrradtouren oder sowas auch mitnehmen kann, aber ja, es scheitert halt aktuell einfach am Preis. Und solange muss es die noch tun. Frage 4. Kannst du mal deine ganze Sammlung zeigen?
Die Frage kam tatsächlich schon einige Male. Nein. Also eigentlich nein. Ihr könnt euch anhand der Videos von meinen Bodenbahnen, könnt ihr euch vorstellen, dass die Sammlung sehr groß ist. Und ja, sie ist tatsächlich noch größer. Und eigentlich, nee, als Modellbahnsammler, sowas zeigt man nicht unbedingt her. Weil, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie Angst davor, dass das irgendwer hier einbricht und alles mitnimmt, was geht. Also, ja, keine Ahnung. Es ist, die Adresse wird man ja von sich auch nicht veröffentlichen. Und genauso ist es dann halt auch einfach mit der Sammlung. Nee, zeigt man nicht. Es gibt Sachen, die sind dann vielleicht immer mal noch so eine Überraschung, die dann irgendwann mal auftaucht, aber die ganze Sammlung zeigen, nein. Auch, es wäre auch ein Riesenaufwand, die herzuzeigen. Also, ich meine, ich müsste ja alles erst irgendwie hierher tragen, ins Wohnzimmer. Frage 5. Wie viele Modelle kaufst du im Jahr? Genug? Es ist prinzipiell genauso wie die vorherige Frage. Also das ist jetzt auch was man eigentlich nicht unbedingt mit einer konkreten Zahl benennt. Ihr könnt euch vielleicht auch grob vorstellen, wie viel ich tatsächlich kaufe. Oder halt es einfach nur vermuten, aber eine konkrete Zahl nenne ich nicht. Es ist immer auch so, dass ich inzwischen ein paar Modelle dann immer verkaufe. Also man hat hier so diese gewisse Sammlungsbereinigung, weil irgendwas, was ich vor 5 Jahren mal gekauft habe, weil ich dachte, dass es mir irgendwann mal gefällt, ja, das muss mir halt heute nicht mehr unbedingt gefallen. Oder seien es irgendwelche technischen Varianten von Loks. Also, dass eine Lokomotive in einer technisch verbesserten Ausführung rauskommt, dann brauche ich die alte natürlich nicht behalten. Sowas ist dann halt, das ist dann wieder dieses Refinanzieren. Ja. Man verkauft eine Lok und kauft dafür eine neue, aber konkrete Zahl, wie viel ich kaufe, brauche ich nicht nennen. Was bei mir natürlich toll ist, ihr könnt euch vorstellen, ich gebe relativ viel für die Modellbahn aus. Ich habe zum Beispiel kein Auto. Das ist natürlich, ja, man braucht kein Geld für Kraftstoff ausgeben, das kann man dafür in die Modellbahn reinpulvern. Das ist super. Die angestellte Frage bei meinen Bodenbahn-Videos: Was hast du auf der Bodenbahn für eine Stromeinspeisung? Man sieht bei meinen größeren Bodenbahnen oder auch bei den kleineren, sieht man immer wieder Kabel, die ja, quer durch den Raum laufen oder mal neben einem Gleis irgendwo liegen. Und dann ist dann immer irgendwo mal dieses Gleisstück, das so eine schwarze Box dran hat, wo die Kabel hinlaufen. Das Einspeisungssystem, das ich habe, ist das Multipower System. Wird verkauft von RZ-Tech. Ich verlinke euch auch mal ein Video in einer der beiden Ecken, das ich damals gemacht habe, als das neu auf den Markt kam. Ich habe es zusammen mit Ronny von RZ-Tech entwickelt und wir haben es quasi so auf den Markt gebracht. Kostet ein bisschen was, hat aber den Vorteil, dass man einfach, ja, man kann auf Bodenbahnen mit Einspeisungsgleisen und Kabeln kann man mehrfach Einspeisungen machen. Das heißt, man hat nicht dieses Problem, man hat eine Einspeisung und es wird alles über den Leitungsverlust vom Gleis oder von den Steckverbindungen vom Gleis irgendwo mal verringert, der Strom, der irgendwo ankommt, sondern man hat wie auf einer festen Anlage auch mehrere Einspeisungspunkte möglich. Das ist super. Nummer 7. Ich hätte einen Videowunsch. Kannst du darüber ein Video machen? Kam tatsächlich schon vor, dass ich die Frage bekommen habe, oder halt so, ja, jetzt nicht direkt als Frage, ob ich darüber ein Video machen kann, sondern so als Anregung, es müsste mal irgendjemanden geben, der darüber ein Video macht. Also wenn ihr einen Wunsch habt, ihr könnt mir das gerne schreiben, sei es irgendwo in den Kommentaren oder sonst auch per E-Mail, ganz wie ihr wollt. Ob ich dann wirklich ein Video darüber mache, ist halt die Frage, weil ich meine, ich muss mir das Thema selber angucken. Kann dann sein, dass es ein Thema ist, wo ich mich noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe. Dann muss ich mich natürlich selber erst einmal informieren und reinarbeiten. Und dann ist es so, ja, was halt, mich interessiert es nicht, ob sich das lohnen würde oder so, ob das genug Leute anschauen würden. Das ist mir letztendlich dann egal. Aber
es ist halt ein gewisser Aufwand, so ein Video zu machen. Und wenn es halt dann irgendwo vergleichbar schon mal was im Internet gibt, und sei es jetzt nicht irgendwie ein Video, sondern sei es irgendwie Bilder oder erklärender Text oder ja, Bilder mit Text zusammen, dann brauche ich natürlich nicht unbedingt ein Video machen. Es gibt immer wieder Sachen, die lassen sich auf Google deutlich schneller finden, als dass ich da irgendwie ein Video drüber gemacht habe. Manche Sachen hingegen haben es natürlich dann verdient, dass sie ein Video haben. Ja. Aber ja, wie gesagt, nicht alles. Wenn ihr allerdings einen Wunsch habt, schreibt ihn mir gerne. Frage Nummer 8. Wieso gibt es bei deinen Videos keine Musik im Hintergrund? Ich habe tatsächlich Videos mit Musik im Hintergrund. Zum Beispiel der Kanaltrailer. Zählt nicht. Es ist halt ein Riesenaufwand. Also man muss das Video natürlich, man muss es drehen, man muss es schneiden. Da muss man Musik dazu raussuchen, die im besten Fall dazu passt. Vielleicht auch sogar von der ganzen Länge vom Video, oder man muss es mehrfach hintereinander setzen. Man braucht Video, die urheberrechtsfrei ist. Also die typische freie Musik auf YouTube. Es gibt eigene Datenbanken dafür, wo man suchen kann, ja. Und dann ist es tatsächlich so, es muss einem ja auch gefallen. Und es muss nicht nur mir gefallen, sondern es muss auch euch Zuschauern gefallen. Dann gibt es vielleicht die einen, die dann sagen, nee, mir gefällt das ganze Video nicht, weil die Musik gefällt mir einfach nicht. Ist natürlich dann schade. Und deswegen, ja, und wenn man dann irgendwie gerade was erzählt oder sowas, da dann Musik im Hintergrund oder dann die Musik da dann gerade wieder pausieren, damit man die Erzählungen hört, ja, der Aufwand ist zu groß und es scheiden sich einfach die Geister am Musikgeschmack. Also deswegen bei mir eigentlich keine Videos mit Musik. Eigentlich, wer weiß, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mal noch kommt. Das kann ich jetzt heute noch nicht sagen, aber ich glaube, dass ich dem so, wie ich es jetzt gerade mache, einfach treu bleibe. Ich hoffe, euch gefällt es so. Frage Nummer 9. Gute Frage. Wieso kommt bei deinen Videos immer Werbung? Also, der Kanal ist jetzt inzwischen relativ erfolgreich. Anders als so, ja, vor 4 Jahren oder so, ich weiß gar nicht, wann es so richtig losging, da konnte ich es mir noch nicht direkt vorstellen. Irgendwann, wenn so ein Kanal Erfolg aufbaut, fängt YouTube halt einfach von selber an, da Werbung zu schalten. Egal welche Art von Werbung. Weil es sich halt einfach für YouTube dann schon lohnt, da Werbung zu schalten. Und dann gibt es natürlich diese Grenze, die man selber als YouTube-Creator ja, erreichen kann, will, wie auch immer, wo man dann selber an den Werbeeinnahmen beteiligt wird. Ab dem Punkt hat man dann selber auch die Wahl zu entscheiden, ob man die Videos mit Werbung versieht, also ob Werbung geschalten werden darf, soll, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wenn ich sage, dass ich keine Werbung schalten möchte, ob es dann vielleicht nicht trotzdem passiert oder so. Das kann ich nicht sagen, habe ich noch nie ausprobiert. Es ist halt einfach, ja, für mich cool. Ich meine, es ist für mich ein gewisser Aufwand, die Videos zu machen. Habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, ich weiß, es tut mir leid dafür. aber ich kriege halt einfach ja, pro Video ein paar Euro, im besten Fall einfach raus als ja, Wiedergutmachung. Dass für mich die Zeit, die ich da sitze, wenigstens etwas wert ist. Es ist nicht allzu viel. Ich meine, kann man drüber jammern, wer weiß, was in Zukunft noch kommt, wenn es weiter anwachsen sollte oder so, dann werden die Einnahmen sicher etwas höher werden. Aktuell ist es so, ich kann mir mit YouTube mein Flickr-Account finanzieren im Jahr. Das finde ich super, weil so finanziert das eine Hobby das andere und das passt. Wenn ich Videos selber angucke, ich gibt auch so den ein oder anderen YouTuber, den ich wirklich rege verfolge, ja, natürlich stört die Werbung, wenn da mitten im Video dann plötzlich ein Werbeblock kommt. Aber man kann die Werbeunterbrechung super nutzen, zum Beispiel um dann irgendwie was zu trinken oder mal kurz aus dem Fenster zu schauen, dass man nicht immer nur so aus
kürzester Distanz auf den Bildschirm guckt oder sogar aufs Handy. Also da hat die Werbepause sogar noch ihren gewissen Nutzen. Und das andere ist, mit der Werbung, ja, man unterstützt die Leute halt. Also man kriegt ja als YouTube-Creator auch einen Bruchteil von einem Cent für so angesehene Werbung oder für halt den einen, der jetzt die Werbung anguckt. Aber man unterstützt die Leute damit und ich profitiere selber davon, also kann ich auch die Werbung bei anderen angucken. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass ihr mir jetzt nicht böse seid, wenn bei meinen Videos Werbung ist, weil es würde wahrscheinlich sowieso passieren und so kann ich halt einfach selber noch ein paar Cent haben. Und wer weiß, wie es sich in Zukunft entwickelt, vielleicht kann ich mir dann sogar auch mal irgendwie den ein oder anderen Wagen im Jahr noch dafür kaufen. Wäre auch cool. Frage Nummer 10. Kann ich dich mal besuchen? Ja. Prinzipiell ja. Ich müsste halt aktuell eine Bodenbahn dafür aufgebaut haben. Also das heißt, ich brauche da so ein bisschen Vorlaufzeit. Und dann ist das andere, man muss sich ja gegenseitig irgendwie sympathisch finden, bevor man sich kennt. Ihr kennt vielleicht die Videos von uns. Wir sind so ein paar Modellbahner, die sich halt seit Jahren treffen. Wir haben uns mal rein virtuell über ein Modellbahnforum kennengelernt. Und da ist halt dann, wenn man da halt so ein bisschen miteinander schreibt, irgendwann, ja, man merkt halt direkt, ob's passt oder nicht, dass man befreundet ist. Und dann besucht man sich mal so das erste Mal und lernt sich so kennen, der Kreis erweitert sich so ein bisschen. Also so direkt einfach die Frage so, ja, kann ich mal bei dir vorbeikommen? Klar, ihr kennt mich, ihr wisst, ob ich euch sympathisch bin oder nicht. Beziehungsweise, wenn ihr die Frage stellt, ob ihr mich besuchen kommen wollen könnt, dann wisst ihr, dass ich euch sympathisch bin, aber ich kenne euch ja nicht. Also müsste ich prinzipiell euch auch mal so grob davor kennenlernen, um einfach sagen zu können, ja, möchte ich, dass mir irgendjemand ins Haus kommt, den ich noch nicht direkt kenne oder nicht? Also prinzipiell ja, aber man müsste sich halt davor kennenlernen. Die letzte Frage. Kann ich dir dieses Modell abkaufen? Es gibt keine Frage, die ich so sehr hasse wie diese. Also ich höre sie Gott sei Dank nicht oft genug. Aber die Antwort darauf ist ganz einfach, oder die Antwort darauf ist die Antwort, die ich immer gebe. Ich bin kein Händler. Ich kaufe für einen Eigenbedarf. Also nein. Ich verkaufe kein, oder ich gebe kein Modell her, was irgendwer haben möchte. Wenn ich irgendwie ein Modell verkaufe, was ich nicht mehr brauche oder so, dann landet das bei Kleinanzeigen. Vielleicht findet ihr mich da, dann könnt ihr da mal gucken, wenn ich mal irgendwas verkaufe, ob ihr das haben wollt. Aber vielleicht hast du ja ein Modell, das ich gerne hätte.